Gott zum Gruße. Ja. Und Maizeb zum Gruße. Also jetzt. Maizeb, schwarzer Kaffee. Text habe ich nicht gefunden. Egal, muss ich besonders gut zuhören. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, gut, dann fangen wir einfach mal an. Alles, was ich mache, hat ein Zen-Rad. Sie fragt auf dem Sterbebett, wo willst du noch hin? Glück ein Auf und Ab, doch geht wie der Wind. Siehst du diesen Stern am Himmel, da will ich hin. Bruder, guck, was wir geschaffen haben aus nix. Nach den Jahren kommt endlich Patte auf den Tisch. Alles, was ich bin, ist patentiert durch die Musik. Und alles nur für mich, diese Ratten kriegen nichts. Guck, ich war so schwerelos und leblos im All. All meine Ziele flogen an mir vorbei. Kann nicht sein, meine Zeit muss noch kommen. Denn das schreiben sie unter den Songs. Kann nicht sein, meine Zeit muss noch kommen. Dann das schreiben sie unter den Songs. Nee, ich denke dem, seine Zeit ist gerade da irgendwie. Ich finde schon, dass der bekannt ist. Es gibt halt einfach auch viele Rapper so, ne? Aber er macht halt immer gute Texte einfach, ja. Und auch zu Themen. Zu ja, wichtigen Themen. Diss-Track an die Welt 3, also das kenne ich halt. Und Mobbing zum Beispiel. Ja, guter Anfang, musikalisch auch. Hat mir gut gefallen jetzt gerade. So das Intro. Und ja, er rappt über sich, seine ja, Geld, dass er jetzt Geld verdient. Endlich kommt Geld auf den Tisch und so. Nur Profit durch die Musik rein. Jeden Monat Songs muss liefern. Kam von unten und wir hatten nichts. Kam von unten und wir hatten nichts, ja. Das geht vielen so. Ich kam auch von unten und hatte nichts und habe immer noch nichts. Das geht den meisten so, also muss man ganz ehrlich sein, ne? So ist das Leben. Ich glaube, klar, wenn man jetzt mit einem goldenen Löffel geboren wird oder so, das ist auf der einen Seite vielleicht toll, ja, aber ich glaube, dann fehlt auch dieser Antrieb, ja, oder dieser Drive, was machen zu wollen, was aufzubauen, ja. Also ich mag das, irgendwas aufzubauen, was Neues, ein neues, ja, irgendwas so ausprobieren, was Neues. So wie jetzt zum Beispiel, ja, dass ich jetzt irgendwie YouTube-Videos mache. Und in einem Genre, wo ich mich nicht so gut auskenne und so, ne? Und ich glaube, dass, wenn man gleich Kohle hat von Anfang an, das fehlt. Also ist das eher sogar oft was Gutes, wenn man, ich meine, wenn man genug zu essen hat, das ist schon mal wichtig irgendwie so, ja, und ein Dach über dem Kopf. Aber dann der Rest irgendwie, dass man sich das so auch ein bisschen erarbeiten muss, das ist nicht unbedingt schlecht. Bin ein Typ, der für die Sache ist. Aufgewachsen mit das und jen. Sitz am Balkon und trink schwarzen Kaffee. Ja, ist doch nichts Schlechtes dabei. Am Balkon zu sitzen, schwarzen Kaffee zu trinken. Und sie weiß, es wird alles okay. Mit der Zeit fangen sie an zu verstehen. Und immer wieder auf Repeat. Yeah. Weiter hier und nie mehr ein Verlierer. Denn das Leben ist ein Film. Yeah. Und wir suchen nach der Stille. Yeah. Mein Körper war ein Wrack und fühlt sich nicht so intakt. Und schreibt Melodien durch die Nacht. Guck mal, nie hab ich so gemacht. Und ich pack die Zeilen in den Takt. Es ist hart, doch ich weiß, dass es geht. Mit viel Kraft, einem Plan und einem Weg. Doch ich bin besser denn je. Musik ist Priorität. Immer Bass in your face. Ich hab alles erlebt, yeah. Jeden Tag, man, mich kriegt keiner zersägt. Und immer noch bin ich hier eingesperrt auf diesem Planet. Immer noch bin ich eingesperrt auf diesem Planet. Was? Ja, so kann man es auch sehen. Stimmt, man ist wirklich eingesperrt hier auf diesem Planet. Alles, was du hast, ist irgendwann vorbei. Alles, was du machst, geht irgendwann vorbei. Alles, was du schaffst, geht irgendwann vorbei. Und das Leben nach dem Tod ist eine lange Zeit. Das weißt du nicht.
Alles, was du liebst, geht irgendwann vorbei. Das, was du verdienst, geht irgendwann vorbei. Das, was du verlierst, geht irgendwann vorbei. Also nutz deine Zeit. Aufgewachsen mit Gas und Diät. Aufgewachsen mit Gas und Diät? Also, das habe ich jetzt gerade verstanden irgendwie. Sitz am Balkon und trink schwarzen Kaffee. Und sie weiß, es wird alles okay. Mit der Zeit fangen sie an zu verstehen. Und immer wieder auf Repeat. Yeah. Weiter hier und nie mehr ein Verlierer. Denn das Leben ist ein Film. Yeah. Und wir suchen nach der Stille. Okay. Und wir suchen nach der Stille. Okay. Ja, die Stille gibt's nur in dir selber. Ja, die findet man nirgendwo wirklich. Ja, okay, ich schaue jetzt nach dem Bild. Ja. Das ist schön. So. Okay, war in Ordnung, war gut. Leider habe ich nicht, ja, ich habe nicht alles verstanden, so rein akustisch. Auch noch geistig habe ich es auch noch nicht so ganz verstanden. Also es geht nicht so, dass ich, also geistig, was er meint. Ich habe meine eigene Meinung so vom Spirituellen her, so, ja, also ich hab mich sehr, also mein Leben auch damit auseinandergesetzt, so mit spirituellen Themen, also kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwo weiterkommen wollt in diesem Leben, dann, ja, guckt mal so ein bisschen, was es mehr gibt. Ja, also, mehr kann ich gerade nicht sagen. Man muss ja auch nicht immer alles zerreden. Einfach selber anhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch, was ihr wollt.